Gehypte Produkte, Bestseller, aber sind sie wirklich so gut oder ist das nur ein Werbeversprechen? Du siehst sie überall, Bestseller. In YouTube wird es angezeigt, in Insta wird es angezeigt, TikTok zeigt es dir, überall ploppt das auf. Aber sind die wirklich so gut oder ist es nur ein Hype oder ist es nur Werbung? Ja, eigentlich würde man am liebsten diese Bestseller alle mal testen, aber das geht natürlich nicht. Doch! Ich habe sie nämlich für euch getestet und wie mein Ergebnis war, wie mein Fazit dazu ist und ob es sich lohnt, kommt jetzt im Video. Das ist das gehypte Tigergras von Dr. Yard aus Seoul. Er ist Dermatologe, hat es als farbkorrigierendes Gel hergestellt. Das Ganze ist ja in der 15 ml Dose relativ klein, aber du brauchst auch nur ganz wenig. Ich blende die hier oben mal ein. Ich habe es also zuerst mal bei meinem Sohn getestet, denn es ist geeignet für eine Aknehaut. Es mindert die Narbenbildung und nimmt die Rötungen weg. Es ist feuchtigkeitsspendend und ja, macht die Haut, wie du siehst, also sehr, sehr gut. Wir haben es also mehrere Tage ausprobiert und ich muss sagen, ja, es war toll, denn die Haut, die Rötungen, die werden minimiert. Und vor allen Dingen, was es ist, diese grüne Farbkorrektur wird in ein neutrales Beige umgewandelt und du kannst es also selbst jetzt, wenn du junger Mann bist und dich ja eigentlich nicht schminken kannst und diese Möglichkeit nicht hat, einfach durch diese Korrektur deiner Haut ein ganz, ganz ebenmäßiges Hautbild jetzt erreichen. Dann habe ich es auch noch mal probiert bei einer Kundin mit Rosacea, also Kuperose, geplatzte Äderchen. Dafür ist es besonders toll, denn das Grün neutralisiert das Rot der Haut. Ich blende dir mal ein, wie es aufgetragen wird. Du kannst es also ganz alleine auftragen, sodass du überhaupt kein Make-up nimmst. Dann ist es sehr natürlich. Oder du kannst es auftragen und kannst dann Make-up darüber tragen. Mein Profi-Tipp wäre, einfach nur tupfen. Schau es dir an, wie ich es jetzt hier eben einmal nochmal einblende. Auf die Haut auftupfen. Es ist besonders gut geeignet, wenn deine Haut nicht zu dunkel ist. Also auf einer hellen Haut ist es, wirkt es einfach mehr und sieht es auch besser aus. Dann passt es sich besser an, denn das Ganze macht deinen Hautton etwas heller. Es hält also etwas aus. Auf. Ja, mein Fazit zu diesem Produkt, es braucht nur ganz wenig. Es hat einen, ja, ich sage jetzt mal, nicht so ganz geringen Preis, aber du brauchst wirklich nur einen kleinen Tupfer auf deine Haut und ich würde sagen, Daumen hoch für dieses Präparat. Jetzt kommt die gehypte Laneige Nachtmaske für die Lippen. Sie hat 73% 5 Sterne und 12% 4 Sterne. Ich habe sie selbst vorher noch nicht probiert, habe aber natürlich schon wahrgenommen, dass es die gibt. Gibt es auch schon sehr, sehr lange, aber ich hatte sie bis dahin noch nicht gekauft. Ja, jetzt mein Fazit zu dieser Creme. Sie hat Kokosnussöl, sie hat Vitamin C und Beerenextrakte. Sie fühlt sich sehr, sehr schön auf der Haut an. Ich blende eben mal ein, wie man sie aufträgt. Und ja, du kannst sie tagsüber, aber auch nachts verwenden. Eigentlich ist sie für nachts und du sollst sie so ein bisschen dicker auftragen und dann einfach einwirken lassen. Sie ist wahnsinnig cremig. Sie pflegt deine Lippen unglaublich gut. Und ja, mein Tipp dazu wäre, nimm es auch tagsüber. Denn wer jetzt zum Beispiel keinen Lippenstift verwenden möchte, ist damit wirklich richtig, richtig gut aufgestellt. Es ist ein toller Gloss und es schimmert ganz, ganz schön auf den Lippen. Fühlt sich unglaublich toll an. Ja, vom Geruch her, ja, es ist Pink Lemonade. Und ich muss sagen, riecht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen wie, wie Fanta, ne? Wie Mirinda, wie man sich das vorstellen kann. Und ja, also meine Empfehlung, ein ganz klares Ja. Ja, alle Produkte aus dem Video wurden bei Lookfantastic geshoppt. Und ja, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschauen, ist ein Online-Shop, der wirklich ganz, ganz schnell auch die Sachen nach Hause liefert. Was ich toll fand, muss ich sagen, es gibt natürlich einen Rabattcode mit meinem Namen Dunja. Dann kriegt ihr den höchstmöglichen Rabatt. Was ich toll fand,
Was es auch gibt, es gibt immer noch ein Geschenk mit dazu. Und das fand ich sensationell, ganz ehrlich. Die Sachen, die ich heute euch vorgestellt habe und bestellt habe, habe ich noch von Shiseido hier so eine kleine Tasche bekommen. Und in der Tasche konnte man also auch noch einmal zum Testen haben, ein Serum, eine Creme und ein, ja, das ist auch noch mal so ein Reinigungspräparat. Fand ich total süß und muss ich sagen, habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass es also so ein tolles Produkt ist, was da kommt. Und es gab noch hier eine Hydranting-Creme dabei noch mal. Das fand ich also wirklich ganz nett, dass man da, obwohl man schon Rabatt bekommen hat, auch noch Geschenke bekommt. Es gibt einen neuen Concealer von IT Cosmetics. IT Cosmetics ist besonders gut geeignet für eine reife Haut. Und ja, was mir daran sehr gut gefallen hat, das ist ein Concealer, ein sehr leichter Concealer mit einem Serum. Und hier oben hat es ganz toll ein Kabuki-Pinsel. Es gibt ein ähnliches Produkt in der Drogerie, ich zeige es mal hier gerade, von Maybelline, aber der Unterschied ist der, dass das hier ja so ein Pad hat, so ein ja, Vlies, und dann kannst du drehen und dann kommt hier vorne dann eben dann der Concealer raus. Der Unterschied dazu, warum ich den besser finde, ist, dieser Pinsel hier vorne, den kannst du auswaschen. Denn das andere Produkt finde ich auf Dauer nicht so hygienisch. Und das finde ich hier ganz toll, dass es also ein richtiger Pinsel ist, den du auftragen kannst und den du auch auswaschen kannst. Ja, wie hat sich das Produkt verhalten? Ich zeige euch jetzt mal eingeblendet, wie es aufgetragen wird und wie es dann schön miteinander verblendet wird. Es ist Niacinamid drin und es hat auch Aloe Vera und Hyaluron und Koffein. Also es schwellt auch etwas, nimmt die Schwellung etwas weg. Das heißt, es hat also doppelte Funktion. Es ist mit Dermatologen und mit plastischen Chirurgen entwickelt worden. Das fand ich besonders toll. Und ich muss sagen, dieses Produkt kann wirklich was. Denn durch das enthaltene Hyaluron und auch Koffein ist es abschwellend und es hat also eine mittlere Deckkraft. Also jetzt dunkle, richtig dunkle Augenschatten schafft es nicht. Aber für unsere reife Haut, ja, wo wir sowieso immer aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Produkt unter den Augen haben, finde ich es ganz, ganz toll. Es fühlt sich sehr schön an. Und ja, der Augenbereich lässt sich trotzdem noch gut bewegen. Es kriecht nicht so arg in die Fältchen. Und das muss ich sagen, das wird mit Sicherheit mein neues Lieblingsprodukt. Deshalb klare Kaufempfehlung. Wer kennt ihn nicht? Den Glow Tonic von Pixi. Ja, für wen ist er geeignet? Für eine normale bis trockene Haut und auch sehr gut geeignet für eine reife Haut. Warum? Die reife Haut, die neigt dazu, dass sie etwas verhornt auf der Oberfläche. Hier ist 5% Glykolsäure drin, Ginseng, das ist immer sehr gut für eine reife Haut und Aloe Vera. Ihr gebt auf ein Wattepad einen Schub hier von diesem Tonic und in kreisenden Bewegungen geht ihr dann über die Haut. Das Tonic effoliert, also trägt so ein bisschen die abgestorbenen Hautschüppchen ab und macht eure Haut einfach strahlender, glänzender. Gerade wie gesagt, wenn sie stumpf ist, wenn sie fahl ist. Mein Profi-Tipp wäre noch, und zwar gibt es von Evelyn diese Fließtücher. Diese Fließtücher, ja, die sind etwas rauer als ein normaler Wattepad. Und können dann eben mit dem Tonic auf der Haut richtig schön massierend über die Haut gehen und die Hautschüppchen dann eben einfach abtragen. Ja, meine Empfehlung zu dem Produkt, nutze es, wenn du zum Beispiel eine hellere Haut hast, dann ist es besonders gut. Und wo man aber ein bisschen aufpassen sollte, wegen der Glykolsäure bei einer empfindlichen Haut. Ja, man muss es probieren. Ich muss sagen, es ist nicht für jeden, aber trotzdem klare Kaufempfehlung. Es ist ein tolles Produkt für denjenigen, der also einfach die Haut dafür hat, die vielleicht auch ein bisschen unempfindlichere Haut hat, die etwas verhornt ist, die etwas fahl ist, die etwas stumpf ist. Meine Empfehlung, klares Ja. Die Detoxi-Eyepads von Pixi, die habe ich natürlich auch probiert. Und zwar ist es wiederum, ich blende es ein, der Bestseller. Ja, ich zeige euch einmal, wie die Pads
hier in dem, ja, in der Dose liegen. Ihr könnt sie mit dem dazugehörigen Spatel einmal so abheben und dann werden sie unter die Augen gelegt. Mein Fazit dazu. Also, ich habe es selbst getestet, ich habe es an vielen anderen getestet und hier blende ich mal die Vorher- und Nachher-Bilder ein. Was macht es? Also, bei meinem Mann habe ich es getestet. Er hat sehr trockene Haut unter den Augen und ja, neigt auch zu Augenschatten. Und da ist es so gewesen, dass also die Haut im Anschluss sehr viel mehr durchfeuchteter war. Also man kann wirklich auf dem Foto sehen, vorher, nachher, dass die Haut sich ja, einfach von der Feuchtigkeit her und von der Trockenheit sehr viel verbessert hat. Bei mir war es so gewesen, ich bin morgens aufgestanden und ich neige oftmals zu diesen Puffy-Eyes. Das heißt also, dass ja, die Haut unter den Augen so ein bisschen angeschwollen ist. Und ich habe sie 15 Minuten draufgelassen. Schaut euch bitte vorher, nachher an. War ich echt begeistert. Ich muss sagen, es kühlt sehr, sehr schön. Und ja, legt sich gut unter den Augen an und entfaltet wirklich eine gute Wirkung. Mein Fazit zu dem Produkt. Was mir da nicht so gut gefallen hat, aber es ist ja auch immer so, ich laufe eigentlich gerne mit den Pads einmal dann rum oder aber nutze die Pads, wenn ich mir die Augen schminke. Das sind für mich so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich gebe die Pads auf, dann mache ich meine Augen-Make-up und sie rutschen ein wenig. Also ich meine, das ist ein Luxusproblem. Man kann sie natürlich dann wieder nach oben anlegen, aber sie haften halt nicht. Oder ihr nutzt die Zeit einfach für euch und legt euch mal ein paar Minuten hin, entspannt euch, dann ist die Wirkung natürlich auch noch größer. Oder was man natürlich auch machen kann, wenn man morgens eben aufsteht, direkt die Pads drauf und ja, das Ganze schwillt ab. Was ist darin enthalten? Also es ist Gurke darin enthalten und mein Profi-Tipp dazu, auf jeden Fall das Präparat in den Kühlschrank. Dann nutzt es noch sehr, sehr viel mehr und durch diesen kühlenden Effekt unter den Augen gibt es mit Sicherheit die doppelte Wirkung noch. Und ja, meine Empfehlung dazu. Mag ich's? Mag ich's nicht? Ja, ich mag's, weil es wirklich abschwellend wirkt. Bestseller Nude Sticks. Ja, die sind entwickelt worden für ein schnelles, einfaches Make-up. Ich habe jetzt für euch einmal bestellt diese drei Stifte. Und zwar sind sie recht gut geeignet, wenn du zum Beispiel dann in den Urlaub fährst. Denn ja, die sind sehr klein, sehr handlich. Du kannst sie mit oder ohne Make-up verwenden. Wenn du also schon eine Foundation auf der Haut hast, hast du mit den drei Stiften natürlich alles abgedeckt. Ja, du kannst einmal hingehen, kannst also diesen Stick hier nutzen als Bronzer. Ich habe es dir im Video jetzt auch mal eingeblendet, wie ich es insgesamt verwende. Also es hat einen Bronzer, es hat einen Highlighter. Und es hat ein Rouge-Stick. Den Rouge-Stick kannst du als Lippenstift verwenden, kannst ihn auf den Augenpartien verwenden und kannst ihn natürlich als Rouge verwenden. Den Highlighter kannst du als Highlighter auf den Wangenknochen verwenden. Du kannst ihn an der Nase und alle Bereiche, die du aufhellen möchtest, am Kinn. Und was du natürlich zusätzlich noch machen kannst als Lidschatten, es ist ein ganz, ganz schöner, schimmriger Ton, den du dann auf das bewegliche Lid nehmen kannst. Und dadurch, dass es ein Cremeprodukt ist, ist es halt besonders geeignet auch für eine reife Haut. Denn es kriecht nicht in die Fältchen und es hat nur einen Schimmer, sondern kein Glitzer. Und das kann man in unserem Alter auch sehr gut verwenden. Der Bronzer, den gibt es in verschiedenen Farben. Hier ist jetzt ja, der Bestseller als Bronzer dabei und auch der Bestseller als Highlighter. Das ganze Produkt wurde entwickelt von der Influencerin. Ja, mein Fazit dazu. Ich habe die Produkte gesehen, auch in der größeren Ausführung. Die größere Ausführung hat mir tatsächlich besser gefallen, aber ich wollte euch einfach mal die Möglichkeit der unterschiedlichen Produkte zeigen und dass du mit diesem einen, ja, mit diesem einen Produkt einfach ein komplettes Make-up machen kannst. Ich würde aber empfehlen, denn
Der Unterschied ist der, ich fand jetzt zum Beispiel, dass da nicht so viel drin ist. Also ich finde es jetzt in Ordnung, weil ich es euch jetzt gezeigt habe und weil es also wirklich jetzt auch diese drei unterschiedlichen Produkte in einem sind. Aber ich glaube, mein Tipp wäre, ich würde euch also raten zu dem Bronzer, zu dem Highlighter, weil da hinten dran einfach auch dieses Bürstchen ist. Da ist ein Pinsel direkt zum Verblenden. Es ist mehr Produkt drin und das Produkt ist auch noch ein bisschen matter. Also ich sage, klare Kaufempfehlung zu den Stiften. Und wer es aber einmal testen möchte oder wer in Urlaub fährt oder wer halt, wie gesagt, also sich nicht so arg viel schminken möchte, der ist damit sehr gut bedient. Der nächste Bestseller ist am Start, der Bum Bum Summer Jet Set von Sol de Janeiro. Ja. Habt ihr das Produkt irgendwo schon mal gesehen? Also ich bin auch schon persönlich oft daran vorbeigelaufen und habe mich gefragt, was ist das bloß? Ja, ich habe es dann bestellt und habe gedacht, das teste ich mal für euch, weil es halt, wie gesagt, ein Bestseller ist. Was beinhaltet es? Es ist natürlich das Sommerset, was du also auch mit in Urlaub nehmen kannst. Die Produkte sind so groß, dass man sie halt einfach ganz gut mitnehmen kann. Das fand ich jetzt gut daran. Es gibt einmal das Spray. Und das kannst du dir komplett zum Beispiel in die Haare geben. Du kannst das auf deine Haut sprühen. Du kannst das auf deine Kleidung sprühen. Und das ist ein absoluter Allrounder. Das Produkt riecht ja nach Karamell, etwas salzig, etwas ja richtig nach Sommer, nach Vanille. Und ja, das ist so ein Duft wie im Sommer, du bist am Strand, du hast dich eingecremt, ja, alles ist irgendwie schön, ja, du hast einfach, ja, Lebensfreude und so riecht das. Also, ich fand es richtig gut. Es ist ein tolles Körperspray, was dir also sofort gute Laune macht und ja, ich sage einfach, tolles Produkt, fand ich richtig gut. Dann habe ich getestet und zwar gibt es hier dazu das ganz cremige, seidige Duschgel. Ihr seht, es sieht wirklich auch aus wie eine Creme. Vom Geruch her auch sehr, sehr schön edel. Es riecht so ein bisschen auch so nussig. Vanille und nussig. Also schon kann ich mir vorstellen, ja, dass es also auch nochmal einen lang anhaltenden Geruch auf der Haut hat. Und dann gibt es die Bum Bum, jetzt muss ich direkt noch mal gucken, Creme. Ja, diese Creme habe ich auch getestet, macht eine ganz, ganz weiche Haut. Du kannst sie zum Beispiel verwenden an den Knien, an den Schienbeinen. Ist es ja so, wenn wir ein bisschen reifere Haut haben, dass die immer sehr, sehr trocken ist. Oder an den Ellenbogen. Aber es ist eine straffende Creme. Wenn du sie zum Beispiel mit in Urlaub nimmst, die jungen Leute nehmen sie auch an den Oberschenkeln, also Zellulite. Die gibt schön Glanz, die strafft die Haut, ist sehr schön cremig. Ist auch ein tolles Produkt und ja, was mir halt besonders gut gefallen ist, ist Kokosöl drin, Acaiöl und das Ganze, wenn ich das mal so auf die Haut gebe, ist ganz, ganz cremig. Also fühlt sich richtig, richtig schön an. Mit dieser Bum-Bum-Creme habt ihr also die Möglichkeit, die absolut zu verwenden als Handcreme. Wie gesagt, also auf die Schienbeine, hier an die Ellenbogen und überall, wo ihr jetzt eine extrem trockene Haut habt. Oder wo ihr halt etwas straffen möchtet. Also zum Beispiel auch ganz schön im Sommer, wenn man so ein bisschen ja, luftiger unterwegs ist, dass man also auch das auf die Oberarme aufträgt, dass es so ein bisschen straffen kann. Meine Empfehlung zu dem Produkt wäre also die kleine Größe erstmal auszuprobieren und dann auch zu sagen, okay, das ist ein tolles Produkt für den Urlaub. Und wenn man das mag, es gibt es natürlich auch in anderen Geruchsrichtungen auch noch. Manche mögen vielleicht Vanille nicht so gern. Ich mag gerne Vanille und auch diesen karamellsalzigen Geruch. Dann gibt es das auch noch etwas bäriger und etwas frischer noch. Und ja, dann kann man immer mal schauen, ob man sich vielleicht größere Größen noch mal zulegt.
Ja, ich hoffe, mein Testergebnis hat euch gefallen und ja, ich hoffe, dass ich euch damit auch ein bisschen Geld spare. Ist es was wert oder ist es nichts wert? Und wer noch mehr Produkttests haben möchte, dem habe ich hier oben noch das Video verlinkt. Ansonsten sage ich wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer über einen Kommentar, ein Abo und ansonsten sage ich Tschüss bis nächste Woche. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss. Tschüss.